Und dann sind wir wieder zurück hier bei Evoland 2 mit John. Der ist auch mit dabei und wir wollen jetzt natürlich unseren Buddy befreien. Und mit dem Chris. Und ja, er hat recht, wir wollen unseren Buddy befreien. All in not. Im letzten Part haben wir hier schön Donkey Kong Action gehabt und haben den Troll zerfickt, zermürbt, kaputt gemacht. Und mal sehen, wie das weitergeht. Danke euch allen. Ich will nicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was sagt ihr da, Nutz? Ihr hättet doch genau das gleiche für John, Sari oder mich getan, nicht wahr? Ich bin so froh, dass wir euch vor diesem fiesen Troll gerettet haben. Mit seiner Maske und seiner Keule. Puh, gar nicht auszudenken, was ihr euch angetan hätte, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Darüber würde ich lieber nicht mehr reden. Erwähnt es nicht, ich habe den ganzen Vorfall bereits vergessen. John, mit dieser Leiter sollten wir es aus der Höhle herausschaffen. Ich glaube, wir können das Training als abgeschlossen betrachten. Wunderbar. Wir können am Turnier teilnehmen. Juhu. War so geil. Willst du noch mit dem ersten Turnier? Ich habe sie abgerichtet und wenn ich sage fast, greifen sie den an ja, und dann ja, kommt ja. Einfach hier Sari. Annika. Anni und ja, Sari hat man noch gar nicht, stimmt. Und sagt einfach fast und dann war er weg. War geil. So. Ach ja, damals. Die Ninja Turtle Eichhörnchen. Ja, ach, das ist ja schon so lange her. Ja, Mann. Ja, sag doch. Komm, ruf nochmal hier. Ich bring den drei. Naja, doch, ich werde es jetzt hier mal machen, weil nervt. La, 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 la. Boah, ich bin jetzt mega gehypt auf die anderen Bärenbeschwörungen, ne? Ob die alle ähnlich aussehen? Nur halt dann noch rot und grün? Ich denke mal, sowas in der Art. Ich glaube nicht, dass da jetzt die übelste Abwechslung dann noch kommt. Weil er hat ja bei bester Liebe mit Schiefer hat es halt keine Ähnlichkeiten, ne? Obwohl er halt eine Eisattacke macht. Also kann man jetzt nicht sagen, das ist eine Final Fantasy-Anspielung. Naja, gut, Beschwörung an sich ja, ist ja schon so die Richtung. Ich meine, mit Diamantenstaub, mit dem Namen der Attacke, hast du ja eindeutig die Anspielung. Diamantenstaub, yeah. Diamond Dust. Weiter, wir machen schon wieder ein Level-Upgleich hier. Ich? Nicht wieder? Ja, ist ja gut. Wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich weiß es nicht. Stimmt, wir haben noch nie ihn Chris genannt. Warum eigentlich? Ja, weil du das nicht wolltest. Stimmt, ja. Warum? Wir hätten auch Chris nennen können. Weißt du nicht, warum du es nicht wolltest? Ja, wenn wir nochmal irgendein Spiel haben sollten, wo wir Namen vergeben können, dann heißt doch mal irgendwann inner Chris. So, absolviert. Ich würde sagen, wir gehen mal... Zur Anmeldung. Hi. Hallo, seid ihr hier, um euch zum jährlichen Wikinger-Turnier anzumelden? Jo. Hi. Möchtet ihr die Turnierregeln hören? Nein. Ja. Nein. Was möchtet ihr wissen? So funktioniert das Turnier. Das Turnier besteht aus individuellen Einzelkampfduellen. Ehe ihr den Bosskampf bestreiten könnt, müsst ihr alle 6 Krieger besiegen. Wer als erstes den Boss bezwingt, gewinnt den Preis. Ja, Fragment, oder? Hoffentlich. Dieses Jahr ist der Preis so ein antikes Dingens, das wir beim Buddeln im Tunnel gefunden haben. Der ist definitiv das Fragment. Was möchtet ihr wissen? Duelle. Bei einem Duell müsst ihr heilige Juwelen ausrichten, um Energie zu sammeln. Mit Hilfe dieser angesammelten Energie könnt ihr dann Spezialangriffe durchführen. Da ihr noch ein Grünschnabel seid, könnt ihr eure Freunde bei Spezialangriffen um Hilfe bitten. Wenn ihr euren Zug beendet habt, ist euer Gegner an der Reihe. Bin immer gespannt, ob das ein Kartenspiel oder was? Oder für ein Genre sein wird. Um ihn zu bezwingen, müsst ihr ihm sein gesamtes Leben nehmen. Vergesst nicht, nur wahre, von der großen Schildkröte ausgewählte Krieger erhalten unendliches Leben. Was möchtet ihr wissen? Tipps? Wenn ihr mindestens 4 heilige Juwelen ausgerichtet habt, könnt ihr sofort wieder spielen. Verhindert, dass stattdessen euer Gegner 4 Juwelen ausrichtet. Haltet Ausschau nach Juwelen, deren Farbe euren Gegner nützlich ist. Was möchtet ihr wissen? Na, rein gar nichts. Farben. Oh, das Signal! Das Turnier hat begonnen. Viel Glück und bleibt stark dort draußen. Mhm. Überleg gerade, was für ein Spiel mit Farben zu tun hat, aber sehen wir ja gleich. Ja, krass. 0, 6. Mhm. Na, 0 von 6. Naja, schon klar. Ich meine nur... Geht schon los. Also, ja, klar, weil auch gerade eine Sirene. Hörst du zu, oder was? Seid ihr zum Duell bereit? Also ich meine, wir müssen die Leute hier einfach anquatschen. Ja. Ach, hier... Candy Crush oder was? Das check ich ja gar nicht. Da musst du irgendwie 3 gleiche Farben haben, ne? Aber... Wie musst du das jetzt bewegen? Dann bin ich auch... Also das kenne ich wirklich gar nicht. Auch nicht. Ich weiß nur, dass 3 gleiche Farben haben muss. Wahrscheinlich die hier. Also, aber... Oder 3 Schwerter nebeneinander kriegst du auch hin, aber dann bist du wieder dran, ich weiß es nicht. Warte mal. Wahrscheinlich musst du das alle wie so eine Kombo zerfallen, weißt du?
wie oft darfst du da jetzt das machen? Hey, mal nur. Au. Hä? Was denn das heißt? Okay, gucken wir mal. Dann können wir... Mach mal unten das Schwert hoch. Ah, dann greift man an, okay. Okay, so richtig habe ich es noch nicht raus, aber wir machen einfach mal. Was ist, wenn du das... Ach, guck mal, das Eisschwert zählt nicht. Da sind... Wow! Ich hab keine Ahnung. Jetzt neu? Vor allen Dingen, wir haben doch... Der meinte doch irgendwas mit vier Juwelen oder irgendwas. Ja. Und dann können wir angreifen oder so, oder wie, oder was? Ach so, dann können wir erst den Angriff hier wahrscheinlich starten. Zack. Ach, wir zielen... Wie, guck mal. Wir ziehen wahrscheinlich genauso viel ab, wie wir links haben, oder was? Ich weiß es gar nicht. Ohne Scheiß, ich muss erst mal rein. Mach mal das Geld, gell? Ja, das geil. Ich jetzt... Zusatzzug, okay. Das heißt, du dürfst normal, nice. Wollen wir wohl kalt machen, oder? Das Geld wieder rechts, also hier unten. Aber warum greift er denn jetzt an? Jetzt greift er nicht an. Mach mal wieder das Geld rüber, oder? Da, wo du gerade bist, hoch und dann nach rechts. Dass du da Zusatzzug, was auch immer das bringt, aber. Oder kriegt er einen Zusatzzug? Nee. Das kann nicht durch, ehrlich gesagt. Was hier was bewirkt. Überraschungsangriff. Hä, warum denn? Warum macht der hier nur noch Action? Will jetzt auch mal wieder. Ach, wahrscheinlich musst du so ein Eisding zerbrechen. Während du die Combo machst oder so. Weil ich glaube, das Eis geht nur, wenn du eh mal kaputt machst und das runterrutscht und durch eine Combo oder so. Weil das muss ja irgendwie weggehen, die Eisblöcke. Oder das geht einfach nicht weg. Weg. Komisch. Können wir immer nur angreifen, wenn wir dieses Schwert haben? Ist doch Quatsch. Ich weiß es nicht. Zerstöre ein Quadrat. Verursacht 6 Schaden plus 3 pro Dingsjuwel. Ein Quadrat ist 3x3, oder was? Zerstöre eine Linie. Verursacht 6 Schaden und teilt 5 LP pro Dings. Achso. Lass mal eine Linie zerstören hier. Oh. Achso, das sind jetzt die Spezialdinger. Nein. Wie hast du das jetzt ausgewählt? Das weiß ich eben nicht. Also jetzt sind wir hier, so, ne? Ich hab jetzt hier einfach mal, Ja, aber dann warst du bei Annika gerade drin. Bist du jetzt? Bist du bei Ari? Ja, zerstör eine Linie, versuchst checken und halt... Ne, okay, verursacht 10 Schaden. Friert einen Zug lang feindliche Kräfte ein. Mach das mal. Einfach mal hochklicken. Hat die plus grüne Juwelen, ne? Das heißt, wir müssen gucken, wo möglichst viele grüne Juwelen am Start sind. Machen wir mal die Linie. Okay, können wir gleich nochmal machen. Ohne Sinn und Verstand. Wow, richtig viel Gehalt. Die Musik ist so nervig, dass sie schon wieder geil ist. Was ist unser Ding so, wisst ihr? Das verstehe ich irgendwie noch nicht. Wir können mal nur mit Schwert angreifen. Oder wir müssen halt die mehr wir hier kaputt machen mit E-Mal. Weil manchmal verschiebst du eins, dann geht was kaputt, dann kommt eine Kombo, dann geht wieder was kaputt. Also ich sag mal so, die Dinger hier sind, ist klar, für unsere Konkurrenten, wie es aussieht. Ich verstehe noch nicht so ganz, was wir jetzt mit Not machen können. Der ist ja nicht dabei. Nicht mit Not, mit John, meine ich. Not wird ja mit Sicherheit die roten. Ich weiß echt, ich hab keine Ahnung. Drück nochmal die Schultertasten, dann kommst du ja wieder zu den Helden. Was kannst du bei Not machen? Zerstört ein Quadrat, verursacht 6 Schaden plus 3 Schaden. Zerstört ein Quadrat, meint er damit sowas ja, hier? Ja, also so klar. Ein kleiner Feld, oder? Aber warum können wir mit Not halt noch nie machen? Mit 4 gemeint, Alter. Du hast ja 4 rote. Wir haben irgendwas mit 4 ausgerichtet. Ich meine, wir gewinnen, das ist nicht die Frage, aber es wäre schon geil, wenn man weiß, was man macht. Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen strange. Das ist einfach nur Kohle, oder was? Aber dieses Spiel kann jeder Hauptschüler. Ich bin ja nur Hauptschüler, spielt ja jeder an seinem Handy.
Besser nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit null aus. Macht doch gar keinen Spaß. Ja, was bringt denn das jetzt zum Beispiel, dass ich da diese Juwelen bei John habe? Ich muss doch irgendwas bringen. Hast du die Bühne? Oh, nein. Muss ich da irgendwie auch mal einsetzen können? Wenn du die Schultertasten durchgehst? Nee, hab ich schon alles probiert. Kann man nicht einfach die Beschwörung machen, der ist tot? Ja, das wäre echt schön, ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was wir jetzt überhaupt machen. Das ist gerade gar nicht so cool. Können wir ein bisschen Kohle abscheffeln? Blau kannst du machen. Runter, runter, rechts. Also nochmal runter und dann rechts zweimal. Dann kannst du da, hast du da so, blau. Ja. Dann hast du oben wieder blau. Hat er gerade gemacht. Wieso verliert er denn nichts? Ich weiß es nicht. Mach einfach, was geht. Mehr kann ich jetzt gerade nicht machen, wie gesagt. Wir können die nur einsetzen, solange die nicht grau sind, ne? Naja, beide Zahlen. Genau. Okay. Also scheinbar brauchen wir bei Not 6 so eine Dingsjuwelen und 4 Dings halt, ne? Also rote. Gelbe. 4 gelbe, ja. 6, genau. Und das, wenn wir die voll haben, dann können wir die einsetzen. So, ja, viel ist wieder ein bisschen Geld ab. So viel ist schon mal klar. Ist hier irgendwo noch eine Möglichkeit anzugreifen? Oder hier? 6 Juwelen haben wir voll, brauchen wir also eigentlich nicht unbedingt. Ich verstehe aber immer noch nicht, wer was kriegt irgendwie. Warum er jetzt die Dinger kriegt, raff ich halt nicht. Wieso? Na, warum verschiebt man für den Gegner? Macht doch gar keinen Sinn. Wieso? Ich hab dir doch gerade gar nicht verschoben. Ach, also weil er dann dran war. Ja, oder? Ja. Ich hab das Geld genommen und er hat danach sich die Juwelen gekrallt. Okay. Mhm. So, jetzt kann man nämlich Nord auch mal einsetzen. Autsch. Nord. Und kannst du da auch senkrecht oder kannst du nur Reihen kaputt machen? Geht das auch senkrecht oder so. Nur quer? Ja, Quadrate halt. Fuck. So, die rote Juwelen wollen wir am besten mitnehmen. Ja, machen wir. Ja, ich gib's immer nur zwei, oder? Nice. Wir müssen uns mal heilen, ey. Wer kann uns heilen? Hier können wir wieder Annika einsetzen. Mach mal. Du machst eine ganze Reihe, ne? Zwei. Ja, wenn es nach oben gehen würde, hättest du drei gehabt. Also die Reihen gehen nur so, ne? Ja, und Annika kann gleich nochmal, wie es aussieht. Ja, dann nimmst du die zwei runter. Da sind drei grüne. Wenn das Eis mitzählt. Weiß ich nicht. Aber wurde geheilt. Ist ja, und der ist down. Das ist ja voll einfach, ja, Junge. Wow. Also langsam komme ich ein bisschen rin. Jetzt habe ich es langsam verstanden. Okay. So, einen haben wir schon mal down. Der will nicht. Okay, safe, sehr gut. Ja, jo. Okay, alles klar. So, oh, also. Leben, Alter, super Tank. Also wir müssen jetzt erstmal einfach Juwelen sammeln und wenn die hier voll sind, können wir die einsetzen und mit den Schwertern können wir John einsetzen lassen. Und mehr ist nicht. Also eigentlich wirklich voll easy. Zack. Geld ist eigentlich egal, ne? Kann man eigentlich drauf scheißen. Ja, gibt dann ab und zu mal einen Zusatzzug, wie es scheint. Aber das wart dann halt auch schon wieder. Da kannst du angreifen hier, wenn du einen normalen Angriff machen willst. Wow, Alter. Seine scheiß Zusatzzüge, Alter, wie lang kann der denn noch? Wenn er kann so einen blöden Wirbelsturm machen. Keine Angst vor. 8 und 6. Ich ehrlich gesagt auch. Die Sonne ist mir egal, ist ja schön, aber. Ja, mach mal. Ist ja easy. Gucken. So, Sari kann schon mal. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, die auch immer gleich zu nutzen, aber warum nicht? Stimmt, wenn du die doppelte Anzahl hast, aber was stärker wird kann, glaube ich aber nicht. Nee, das ist zu komplex. Müssen wir gucken. Der kann gleich seine Sonne einsetzen. Erdbeben. Ist das die Sonne? What? Okay. Guck mal, wie viel der von einer hat, Alter. Ja, 32 gelbe nur. Bringt ihn nichts.
Der braucht mehr Rot und Blau. Au. Angreifen können wir auch gerade doch hier oben. Zack. Immer mal ab und zu eine Schnauze hauen, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Kannst du wieder angreifen, unten die drei Schwerter kannst du. Alles klar, so, jetzt haben wir so langsam raus. Rechts sind auch wieder drei Schwerter. Boah, 45. Okay, jetzt hat er aber nicht mehr. Rechts sind wieder Schwerter. Wir brauchen grüne. Annika muss uns heilen unbedingt. Hat jetzt schon. Ja. Ja, komm, Alter. Guck mal, der die greift ja auch gleichzeitig immer mal an, ne? Ja, immer macht er, das begreife ich immer nicht, aber sehr. Ich sag mal, vor, du spielst jetzt gegen ihn, der schiebt so übelst viele Steine und so, hey, so kann ich immer nur eben mal. Ja. Oh, gleich kommt der Sturm wieder, muss jetzt echt heilen, Mann. Heik ja schon. Uns fehlen leider noch. Dann nimm die roten. Dann nimm mal hier zu rot nehmen können. Ah, diesmal ging's. Billig Schaden. Geil. Ah, das Einfrieren heißt, der kann die Fähigkeit nicht. Okay. Ja. Hab mich letztens schon gewundert, warum der trotzdem noch angreifen konnte. Boah, 5 Minuten letztens. Damals. Au. Okay, jetzt wird's tatsächlich langsam ein bisschen eng. Was brauchen wir denn noch? Blaue und grüne. Greif doch einfach an, Junge. Na, wie denn? Na, hier? Wenn du den da rüber machst. Achso, ja. Alter. Hat doch immer das jetzt alles bedeutet. Guck mal, jetzt passiert, aber war gut. Ja, war eine Kombo halt, ne? Ja, ja. Da, guck mal, wie viele Schwerter da sind. Machst du Risiko, ey. Irgendwo kriegst du schon drei zusammen. Unten rechts zum Beispiel oder oben, ja. Ja, immer seinen Scheiß. Oh, jetzt muss man heilen. Ja, aber ich kann nicht heilen. Tja. Weiter angreifen und hoffen, dass wir 10 Schaden machen. Das wird nicht passieren. Wir machen 9 oder 6. Erdbeben. Okay. Macht aber nur bei dem Feld was. Yes, alles klar. Wow. Easy, Alter. Alter, das war knapp. Hey, wir haben dir eine Chance gelassen, Dude. Wenn du die nicht nutzt, selber schuld. Mein Kompliment. Mich hat doch schon seit einer Weile niemand mehr besiegt. Okay. Gut, alles klar. Wir haben 2 schon down. Das ist schön. Machen wir gleich noch den nächsten, den schaffen wir. Ja. So, erstmal ein bisschen hier. Boah, guck mal, was der hat. 9, ey, irgendwas Heftiges. Nochmal angreifen zwischendurch. Bam! Jetzt erstmal gleich weh, wie der Hase läuft. So. Ja, ja, komm. Das ist doch, glaube ich, völlig egal, welche du sammelst. Hauptsache, du sammelst. Ja, damit halt alle mal irgendwie zum Zug kommen. Heilen kann sie jetzt schon mal, ist gut. Ja, machen wir schon. Jetzt nee, aber erstmal noch nicht. Angreifen immer, wenn es geht. Geld brauchen wir überhaupt nicht. Scheißegal. Können wir nie ausgeben, die 5.000. Nachher gibt es dann irgendwas für 10.000, was geil ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, hätten wir mal. Eisball. Okay, ist wahrscheinlich dann so ein Scheiß. Oh, okay. Ne, womit jetzt mal. Ja, den musst du wahrscheinlich erst angreifen. Greif mal an, wenn es geht, dann natürlich. Jetzt geht's gucken wir nicht. Nee, gerade nicht. Guck mal eben. Da geht's aber gleich nächste Runde. Das Schwert von oben nach unten. Ja, rechts rüber. Und runter. Oder so, nach rechts. Nach unten wäre auch egal. Ist doch egal. Nein, nein, völlig rein. Wow. Hier, grün können wir sammeln, geil. Noch braucht rot unbedingt. Dann können wir mal hier rot nochmal machen. Zack, so, jetzt können alle auf jeden Fall angreifen. Und ich würde sagen, das wird jetzt so langsam auch mal. Na, mach doch, durch. Machen. Mann, gut, dann machen wir mal folgendes. Wir machen den Eiswall erstmal weg. Der Nord ganz geil, oder? Ja, der Eiswall muss erstmal weg. Zerlegen. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Und der braucht rote. Ist egal, welche Reihenfolge heilen kannst du. Wow. Aber die Attacken machen auch noch irgendwas. Der eine zerstört Quadrat, der andere. Der ist so gut wie down. Aber jetzt heilen wir uns nochmal hoch. Arrogant wie wir sind. Oh, wir haben zu 100% gewonnen. Heißt. Zack und down. Gut, jetzt haben wir halt so langsam raus. Das ist schön. Gar nicht übel, aber ihr könntet doch besser sein. Halt der Maul, ich habe mal halt ziemlich schnell und gut platt gemacht. So, komm, du könntest besser sein, Junge. Ein Duell schaffen wir noch in diesem Part. Jo.
So, 96 Boah, der hat. Aber der hat irgendwas. Guck mal, der braucht alles. Das ist schon mal krass von allen dreien. Und die Attacke macht bestimmt so 40 Damage. Einfach mal so predicted. Der hat 96. Das ist ne, der jetzt gerade. Ist völlig egal. Der jetzt gerade hat er natürlich echt nicht viel gehabt. Ne? Die Leben sind egal. Es geht darum, was die für Attacken haben. Egal ist es nicht, weil der braucht ja länger, eher down ist. Also, ja, aber. Egal ist 88 schon. Das ist so wieder wahr. Ja. Mann, ey. Mann! Tja. Ja, aber guck mal, was hast du denn lieber? Einer, der 200 Leben hat und nichts kann? Oder einer, der übelst krass ist mit seinen Fähigkeiten und 50 Leben hat? Naja, er muss ein gutes Mittelmaß haben. Das ist das Geheimnis. Der hat halt eine Attacke, die wir nicht wissen und die wir bald einsetzen. Ja, warten wir doch erstmal ab. Ich hab so Angst. Nico, mach mal Geld. Warum nicht? Au! So, jetzt aber gerade ich mal an. Ja, hätte ich bestimmt schon die Mega-Kombos machen können, aber. Mein Gott, Hauptsache man kriegt immer ein paar Dinger da. Ah, scheiße, ey. Oh, der hat jetzt schon. Bin mal gespannt, was der kann. Brauchen wir jetzt wirklich erstmal ein bisschen Juwelen hier am Start? Brauchen wir immer eigentlich. Ein bisschen grün und blau mal gucken. Blau geht zum Beispiel hoch. Grün, ey. Grün, grün, grün. Geht aber nun mal nicht. Angreifen können wir ohne. Gemacht, nee, Geld geht auch nicht. Oh, dann müssen wir zumindest schon mal Not einsetzen. Ja gut, das kommt uns eigentlich zugute. Boom! Sari wäre jetzt ganz gut, ist ja auch egal. Blaue fehlen uns auf jeden Fall noch. Haben wir irgendwo blaue? Ja, das ist aber schon unfair. Wir können drei Leute einsetzen, er nur eine Fähigkeit immer. Also. Ja. Wir sind halt krass. Ist halt ein Kinderspiel nach wie vor. Elementarangriff. 17 Schaden? Ach deshalb so. Machen wir uns ins Hemd, oder was? Okay, krass. Lame. Naja. Grüne haben wir auch noch gar nicht, Alter. Kriegen wir auch nicht. Die sind so. Guck mal, liegen ja auch nur 5 Stück oder so auf dem Feld gerade. Ja. Das ist echt schwer. Nervige Musik auf jeden Fall. Die gefällt mir nicht so. Naja. Aber geht halt ins Ohr, ist ein Jingle. Muss erstmal. Heilen wäre echt geil, aber. Ja, keine Grün, Alter. Ja. Hier geht doch grüntechnisch gar nichts. Dann wird's halt wieder ein Hardcore-Kampf. Entweder er oder wir. Tja, was willst du machen? Können höchstens, wenn er. Ich hätte jetzt noch nicht gemacht, hätte es erst später gemacht, wenn er die wieder einsetzen kann. Die Fähigkeit, um dann nur eine Runde zu kriegen. Ja, bin ja dumm. Ist egal, war Schaden. Was Süte macht. Wir brauchen jetzt Grün auf jeden Fall immer noch. Vor. Aber Grün ist halt, da ist nicht los im Grünland. Jetzt kommen ein paar Grüne nach von oben. Jetzt kannst du gucken. Was mit Erdi oder was? Geht kaputt, Junge. Ja, das ist Saris Runde hier auf jeden Fall. Immer noch nicht. Das Rot geht aber. Ja, also brauchen wir auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen was. Jetzt geht Grün, wenn er es nicht wieder nimmt. Aber jetzt geht's nicht mehr. Scheiße, ey, ohne Grün ist nichts los hier. Du kannst ja mal zusammenpuzzeln. Aber bringt auch nichts. Wenn du da drei Runden rumschiebst. So. Geht immer noch nichts. Nee. Gut, na dann machen wir das erstmal so. Notz. Es geht doch. Ne, grün bei Eis zählt nicht, oder? Wenn er das unterste rüberschiebst. Oh, jetzt hat er echt nur noch. Aber wir können noch mal mit Sari, cool. Ja, beziehungsweise. Der Elementarangriff macht 17 Schaden. Das war ja völlig Banane. Bam! Und da ist er down. Ich wurde geschlagen. Unmöglich. Tja, so sieht's aber nun mal aus. Und somit ist auch dieser Part an dieser Stelle beendet. Ganz wichtig, bleibt wie wir. Cool. Wow, tschaußen.